Ja, hallo, unser Wannecup. Ja, unser letzter Abend in Pattaya. Gehen in eine Taverne was essen. Ja, und was ist? Es ist, es fizzelt ein bisschen. Ja, wie ich gehört habe, gegenüber vom Phuket, da regnet es ja richtig. Hier ist ja richtig Verkehr auf der Straße. Ja, Franz, ja. Und dann ist die Taverne, sieht ja gut aus, von außen. Jetzt gehen wir eine Kleinigkeit essen. Ich geh schon mal rein. Ja, und so sieht es aus auf der Nagler Road. So, Verkehr ist ein bisschen da. So, gehen wir mal rein. Welche Portion, ne? Ja. So. Ja, der Franz, der hat Sauerbraten bestellt. Schöne, gute Portion. Ja, und ich schön Jägerschnitzel. Mit Pommes, war nochmal Bratkartoffeln, war ich wollte, aber Pommes bei haben. Ja, guten Appetit, Franz. Ja, Essen war sehr gut. Alle zufrieden. Satt geworden. So, werden wir euch noch mal ein bisschen Nagola am Abend zeigen. Einmal durch die Straßen fahren. So, auf geht's. Verlangen. Ja. Ja, jetzt fahren wir mal in das Säule 33 rein. Ja, die linke Seite wird ja ganz weggerissen. Hier der Why Not ist zu. Ist ja auch tot, der Ralf. Hier auf der Ecke ist Pitbull. Das ist also die Pitbull-Bar. Ja. Links die ganzen Gebäude, die haben sie noch nicht weggerissen. Ja, hier ist Bazi und Leckerle, ist ja einladen, ist ja der gleiche wie Taverne, die gleichen Besitzer. Oh, haben wir auch ein paar Leute sitzen. Da siehst du, mit Pizza. Hier draußen kannst du ja nicht sitzen. Ja, und dann ist die Straße dunkel. Das war's. Das war's schon mit der Zoll 33. Ja, hier links ist ja alles weg. Der Torhirschgarten, alle weg. Der Torti ist ja auf der Nagler Road weiter runter. Ja, das wird jetzt wohl demnächst wohl alles weggerissen. Ja, und hier auf der Ecke war ja das Lovely Home. Das Hotel mit den 3-Stunden-Zimmern. Ja, zu leasen. Ja, auch alles tot. Oh. Ja, bergauf. Da ist der Wiener Küche der Nachrichtentreff. Da war ich noch nie drin. Wieso, weiß ich auch nicht. Da drüben.
Ja. Ja. Klar, ein bisschen heranfallen. Chinesische Restaurants machen auch schon wieder auf. Scheinen wir auch wieder ein paar Chinesen zu kommen. Leute, ganz schön Verkehr auf der Straße. Es ist 20 Uhr. Ja, Nagler ist jetzt das einzige, wo noch deutsche Restaurants sind. So ziemlich auf einem Fleck hier im Pattaya. Nagula, die deutsche Ecke. Jetzt fahren wir mal um die nächste Straße rein, Zeuwonger Markt. Da ist das Klein Heidelberg. Mal schauen, die hatten also zugehabt. Und ich habe also gesehen, dass da also Lichter brannten gestern. Ja, es brennt Licht, die Reklame ist auch an. Wir haben auch einen Grill draußen stehen. Der Grill ist auch von mir. Und der Jürgen ist nicht da. Ja, haben sie sogar ein paar Leute da. Ja, komm, und Weihnachtsbaum auch schon. Ja. Jürgen, du bist wahrscheinlich in Deutschland, wenn du das siehst, komm, du fehlst da. Wenn du da sitzen würdest, dann wäre die Theke wieder voll. Ja, und hier geht es jetzt weiter runter zum Wonger Marktstrand. Große Zentara Hotel. Bisschen aufgemacht von außen wie Jurassic Park. An den Mauern hatten sie früher so Gasbeleuchtung gehabt. Da brannten also so Gasflaschen. Also hier das große Ding. Das ist das Zentara Hotel von der Central Group. Ja, und weiter geradeaus, der Weg endet am Strand. Ja, und sonst liefen hier die Russen rum ohne Ende. Ja, aber die Russen werden wiederkommen. Ja, die haben immer offen gehabt. Ja, viele Hochhäuser hier am Wonger Markt. Eigentumswohnung, also Kondominiums, direkt am Meer. Also einige. Alle warten wahrscheinlich auf den Ansturm. Hier ist auch ein Kondominium mit zwei Riesentürmen. Ja, ein paar laufen da, sehen aber nicht nach Russen aus. Wahrscheinlich welche, die sich vor Europa weggelaufen sind, vor der Corona-Krise. Vorher haben sie gesagt, Thailand ist die rote Zone. Jetzt ist von Europa die rote Zone. Ja, gerade vor Riviera, das ist ein Riesen, auch ein Bau, der hat bestimmt 30 Stockwerke. Ja, Eigentumswohnung. Pullman Hotel. Direkt am Meer mit eigenem Strand.
Ja, vorhin war es ein bisschen am Regnen, aber nur ganz kurz. Also nicht als Regen kann man dazu nicht sagen. Ja, und das Hotel hier, wie heißt das jetzt nochmal? Das war die Hochburg für die Russen. Das war alles hier in russischer Hand. Jetzt steht mehr, früher haben sie Englisch und Deutsch gemacht, heute steht nur noch Englisch und Russisch. Ja, und jetzt sind wir hier in der Soi 16. Ja, hier ist auch Apotheke, steht in Russisch. Ja, alles waren alles russische, auch ein paar russische Kneipen. Hier gibt es sogar noch links rein in der Soi 16 gibt es sogar eine russische Kirche. Da muss man sich vorstellen, in Pattaya haben sie eine russische Kirche aufgemacht. Russische Reisebüros gibt es hier, russische Immobilienbüros. Ja, und hier ist die Blindenschule, also Blindenheim. Hier sind also viele Blinde. Wird gesponsert, glaube ich, auch von Dänemark, vom dänischen Königshaus. Ja, und hier sind auch wieder, waren ein paar Deutsche. Der Pfeifenpeter, der ist nach Deutschland und noch nicht wieder zurück. Oder? Nö. Der ist weg. Der hat abgebaut, so wie ich sehe. Ja. Hat er wahrscheinlich aufgegeben, ist er in Deutschland geblieben. Ja, und was hier auch ist, Wäscherei. Auch neu in Thailand, werde ich euch gleich nochmal ein bisschen anders zeigen. Also in groß auf meinem. Ja, und wo jetzt hier dieses kleine Hotel ist, da hatte ich vor 11 Jahren einen Biergarten hier in der Soi 16. Nicht allzu groß, so für 80 Personen. Und hatte nur 3 Tage in der Woche auf, Montags, Mittwochs und Freitags. Da haben die Leute gesagt, warum 3 Tage die Woche? Ja, die Schnitzel wogen 300 Gramm unpaniert, die Haxen 1,6 Kilo. Wer bei mir essen kommt, der ist an anderen Tag noch voll, der kommt den nächsten Tag. Ja, und das hat geklappt, kein Problem mehr gehabt. 3 Tage, Montags, Mittwochs und Freitags geöffnet. Ja, und jetzt hier auf der Ecke Soi 16. Naglerod in 2 Schulen, jetzt hier links, das ist die staatliche und direkt daneben an ist eine Schule, die wird vom Tempel betrieben, eine buddhistische Schule. Die buddhistische ist natürlich kostenfrei für Leute, die kein Geld haben. Ja, und ein paar Meter weiter ist wieder eine private Schule. Das ist wieder für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, wo auch Englisch unterrichtet wird und andere Fächer. Ja, und da ist Tortis Biergarten. Hinter mir keiner, das ist jetzt also Torti. Hat auch ein paar Mopeds da vorstehen, da sind ein paar Leute drin. Hat er schön gemacht, muss ich sagen. Hat er Leute drin sitzen? Nur ein Tisch. Ein Tisch, ja. Naja. So, und jetzt fahren wir nochmal in die Soi 14, Nagler Soi 14, auch so ziemlich deutsch. Ja, Big Apple, ja, hier sind also einige Deutsche, die hier sind. Viele waren schon, also in meiner Zeit waren also zig Restaurants hier. Ja, wir werden jetzt hier irgendwo parken. Dann werden wir uns hier irgendwo hinsetzen. Wo, verraten wir euch nicht. Und werden ein bisschen Cola oder was anderes trinken. Ja, sitzen sogar einige Leute. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Parkplatz kriegen.
Ja, und das ist wirklich neu in Thailand. Eine Wäscherei. Mit Wäschetrockner, mit allem drum und dran. Ja, Thailand wird modern. Pattaya-Tour, Koshang-Tour, Pattaya. So, haben reichlich Kilometer runtergerasselt. Wenn ihr was spenden wollt, dann könnt ihr uns ja mal, wenn ihr uns seht, mal ein Bier ausgeben. Da würde ich sagen, bis dann, der Franz und der Dieter. Bis zur nächsten Tour. Tschüss.